Leute, ich grüße euch herzlich zu diesem neuen Video. Heute geht es weiter zu den Videos zu der Apple Keynote. Neben dem iPhone 5 kam nämlich noch ein neues Gerät. Und zwar ist es der kleine Bruder des iPhone 5 und er zählt zu den iPods. Es ist der iPod Touch. Er hat endlich mal wieder ein richtig großes Update bekommen, da er seit 2 Jahren, außer letztes Jahr dieses Update mit dem weißen iPod Touch, kein Update mehr bekommen hat, hat er jetzt ein riesiges Update bekommen und ich muss sagen, von dem war ich am meisten begeistert an diesem Tag. Und auf jeden Fall, er wird genau wie das neue iPhone auch ein neues Design haben, mit neuem Display. Es wird länger, also von der Länge hier einfach länger und es wird ein 4 Zoll Display sein. Und damit wird das Retina-Display auch verbessert. Es kommt eine super tolle Grafikkarte rein. 7-mal schnellere Grafik wird das, der iPod Touch haben. Die Grafik ist wirklich klasse. Außerdem kommt da noch ein neuer A5-Chip rein. Nicht der A6-Chip, der momentan jetzt im neuen iPhone 5 verbaut ist, sondern der A5-Chip. Aber trotzdem ist das gut. Damit von A4 auf A5 umgestiegen wird, denn der A4-Chip im iPod Touch 5 der Generation, also dem iPod Touch 5G, der ist wirklich ziemlich langsam. Dann ändert sich im Design noch mehr, dass der iPod Touch, der ja so schön ziemlich dünn ist, wird noch dünner, so dass man ihn so ganz leicht zwischen die Finger bekommt, so richtig dünn. 6,1 mm dünn ist der iPod Touch und der wiegt 88 Gramm. Außerdem bekommt er eine neue Kamera und dort wird er halt auch eine 5-Megapixel-Kamera bekommen, die wirklich sehr tolle Fotos macht. Wenn wir auf die Rückseite bekommen, die auch erneuert ist, sehen wir schon die riesige Kameralinse, daneben ein Mikrofon und das LED-Blitzlicht ist auch mit dabei. Die Rückseite ist auch völlig überarbeitet. Wir haben jetzt nicht mehr diese Metallrückseite, sondern eher etwas Mattes, woraus das Material ist, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Auf jeden Fall wirkt die für mich zwar schon edel, das wirkt alles recht edel, aber irgendwie noch ein bisschen eigenartig. Ich denke aber, da gewöhnt man sich dran. Natürlich ist der Vorteil dabei, dass nicht so viele Kratzer da reinkommen. Da ist natürlich immer ein Nachteil beim iPod Touch. Nun wurde das verbessert. Und neben der riesigen Linse, die wir da links haben, haben wir links unten nochmal ein iPod Touch Loop, so wird das genannt. Das hat mich sehr überrascht, da dachte ich erst, was ist das für ein Ding, was da links unten in der Ecke ist. Das haben wir auch schon mal in den vermutlichen Cases gesehen vom iPod Touch. Und nun ist das einfach so ein Armband, das heißt, wir können wie diese Digitalkameras einfach unseren iPod daran festhalten, das finde ich auch sehr super. Also die Rückseite ist auch wirklich schön überarbeitet. Die Vorderseite natürlich mit dem Display der neuen Grafik auch. Und außerdem wird der iPod Touch auch damit unterstützt, um über AirPlay zum Apple TV zu streamen und dort Spiele zu spielen. Das ging momentan nur mit dem iPad, nun auch mit dem kleinen iPod Touch. Das finde ich wirklich erstaunlich. Außerdem gibt es noch etwas, was mich total überrascht hat: Siri. Ich hätte niemals gesagt, dass Siri auf einen iPod Touch kommt, aber trotzdem ist es wahr geworden. Siri, wie wir es vom iPhone 4S, jetzt vom iPhone 5 und vom iPad 3 kennen, ist es auf dem iPod Touch gelandet. Aber was daran ein Nachteil ist auch, denn ich habe dazu ein Video schon mal gemacht, ob die 3G-Funktion, also mobiles Internet, auf den iPod Touch kommt. Und der mobiles Internet ist nicht auf den iPod Touch gekommen. Siri ohne mobiles Internet ist ein bisschen kompliziert. Man kann es nur zu Hause benutzen. Das ist wirklich ziemlich blöd. Und das ist eigentlich alles gewesen. Aber es außer eine Sache, die noch überraschender kommt. Denn der iPod Touch war zuerst immer nur in Schwarz verfügbar, letztes Jahr auch in Weiß. In Schwarz und Weiß sehen die wirklich toll aus. Und in 3 neuen Farben sind sie jetzt nun verfügbar. In Rot, Gelb und Blau. Das wundert mich wirklich. Wer nämlich farbenfroh ist, der gerne Farben mag, der kann sich nämlich zwischen diesen 3 weiteren Fragen, diesen 3 weiteren Farben entscheiden. Und das wirkt wahrscheinlich auch alles sehr toll. Ich persönlich stehe jetzt mehr auf das schlichte Weiß oder Schwarz. Also ich glaube, bei mir wird es dann Weiß. Aber trotzdem, tolle Farben. Auch die Cases
Also auch generell der iPod in Blau und in den anderen Farben ist sehr interessant. Ihr könnt in den Kommentaren gerne schreiben, wie ihr dazu steht. Nun kommen wir aber zu guter Letzt zu den Preisen. Wie wir es von Apple kennen, hat sich da nichts verändert. Also die 32 GB Variante kostet 299 und die 64 GB Variante 399. Und die 8 GB Variante ist leider weggefallen. Ich finde den iPod Touch klasse. Ich überlege mir immer noch, ob ich ein iPhone oder iPod Touch kaufe. Ich tendiere zwar immer noch zum iPhone wegen LTE, aber trotzdem wäre der billigere Preis wirklich ein sehr sinnvoller Grund, um mir doch den iPod Touch zu kaufen. Und ja, das war es eigentlich zu dem neuen iPod Touch. Wie gesagt, in den Kommentaren könnt ihr gerne eure Meinung posten. Ich würde mich über ein Abo freuen, falls euch dieses Video gefallen hat. Und ja, im nächsten Video machen wir dann mit dem nächsten iPod. Und das wäre der iPod Nano weiter. Und dann sehen wir uns, euer Jailbreak-Profi.